Also, es geht weiter, meine lieben Freunde, mit Teil Nummer 2 mit der Reaktion. Wenn die Kamera auch jetzt nicht die ganze Zeit jetzt ihre Faxen schiebt. Jetzt, glaube ich, läuft's. Los geht's, Freunde, mit Teil Nummer 2. Los geht's. Für wie erfolgsversprechend hältst du Aussteigerprogramme für Clubmitglieder? Programme für Clubmitglieder. Mir ist gar keins bekannt. Ich kenne kein Aussteigerprogramm. Ich glaube, bei den Rechten gibt es sowas. Ich glaube, Exit oder so gibt es eins, weiß ich. Ich habe das mal in der Doku gesehen. Mir ist keins bekannt, wo man den Leuten auch, die Leute auch supportet oder irgendwie Möglichkeiten anbietet, da so einen Ausweg zu finden. Deswegen, mir ist gar keins bekannt. Also, es wäre natürlich cool, wenn es sowas geben würde, aber mir ist, da bist du schon alleine auf dich gestellt, weil den Weg musst du alleine gehen. Ja, nicht nur. Ja, der Kasra hat auch in einem Video schon gesagt, bei Hells Angels ist es auch mittlerweile so, oder hat auch gesagt, wer einmal reinkommt, sollte auch nicht mal raus. Oder sollte nicht raus. Das ist so ein Kodex bei den Hells Angels. Wieso schon auch mental? Also von daher kann ich jedem nur nahelegen, sich gar nicht in die Situation zu bringen, wenn du drinne bist. Dann ist das Kind natürlich schon im Brunnen gefallen. Heißt nicht, dass, aber, dass du dann ertrinken musst, sondern musst dich da schon aus dem Brunnen dann schon wieder rausziehen alleine. Und das kannst du natürlich dich glücklich schätzen, wenn du Familie hast oder Kollegen hast, die dann auf dich einreden und dir dann in die Hand reichen. Aber geh davon aus, dass du den Weg alleine immer machen musst. Also erwarte nicht, dass jemand kommt und dir hilft. Das kann man ja auch aufs ganze Leben copy-pasten. Du musst immer alleine die Schritte machen. Ja? Das ist gut so, das stimmt. Das solltest du fürs Leben nehmen. Immer selber die Schritte machen. Ja? Dann, auch wenn man es schafft, dann kannst du von dir aus behaupten, du hast es geschafft, nicht jemand anderer. Du hast es geschafft. Das ist das beste Gefühl. Und alles, was kommt, muss man, nimmt man mit, ja, als Goodie. Aber erwarte nicht von jemandem, dass was kommt. Sondern geh immer davon aus, dass du alles alleine machen musst. Ich glaube, dann fährst du ganz gut. Und auch gerade so Austritte und so, kann man das auch ganz gut thematisieren oder gleichstellen, was dieses Thema angeht. Wenn jemand aussteigen will, muss das machen. Und sie müsste sich, und es ist nie einfach. Nie, es wird immer Konsequenzen geben, immer. Und die Konsequenzen musst du aber tragen. Warum? Weil es die Konsequenz ist aus der Entscheidung, die du zuvor getroffen hast. Und das sind, die muss man einfach dann auch mitnehmen. Du kannst es ja nicht mehr ändern, weißt du, ich meine? Richtig. Von daher, leider nicht bekannt. Wäre cool, wenn es welche geben würde. Vielleicht ist es mal eine Idee, sowas in die Welt zu rufen, so ein EV oder so. Aber ich hatte keinen und... Hättest du Reue gezeigt, wenn du damals nicht verhaftet worden wärst? Ja, so dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette. Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ich kann es dir nicht sagen. Ich will dem User, der macht sich durch Gedanken, und das ist auch eine legitime Frage, die ist auch schlau, die ist auch gut. Ich will sie jetzt gar nicht irgendwie abwerten. Aber ich kann ja nicht über etwas denken, was nicht stattgefunden hat. Weißt du, man kann viele Dinge dann so denken. Ich habe mir das abgewöhnt im Knast. Hätte ich mal, wäre ich mal. Weil wenn du damit anfängst, das ist ein Fass ohne Boden. Und dann verfällst du auch gerne mal so in so einen depressiven, negativen Film. Und dann entwickelt sich auch Hass und sowas alles. Das habe ich selbst auch die Erfahrung habe ich auch gemacht. Du kannst natürlich auch den Ansatz bringen, von wäre ich damals bloß nicht mitgegangen, wäre ich kurz bei der Alten eingeschlafen. Oder hätte ich gesagt, ich muss durchfallen oder was auch immer. Es gibt halt viele Momente, wo man sagen könnte, wäre ich nicht da gewesen. Am Ende ist es so, wie es gewesen ist. Du arbeitest mit dem Status, so wie die Realität aussieht und nicht anders. Und so kannst du es auch nur bewerten. Was hätte passiert können oder wäre passiert, wenn es anders gewesen wäre, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall unter die Räder gekommen wäre. Entweder wäre ich irgendwie raus dann durch eine andere Nummer oder die hätte mich abgeknallt. Weil jetzt auch... Bist du wahnsinnig. Nachher mit dem Wissen, was ich auch durch die TKÜs und so, lief da ja schon was. Das war halt nur noch eine Frage der Zeit. Und ich wurde ja immer stärker, nicht schwächer. Ich bin ja immer mehr gekommen. Und das war ja auch der Grund, warum es dann auch so negativ auch mit Kadi und so war. Und von daher, das wäre ja nur doller geworden, nicht weniger. Deswegen wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, wie sie dann irgendwas gemacht hätten. Von daher, ganz gut, so wie es gelaufen ist. Auch mit. Ich sag dir auch ehrlich, Kasra, wenn ich dir das so sagen darf, als gläubiger Mensch, als gläubiger Christ, ich will dir eines sagen, lieber Kasra, Gott schreibt für jeden den besten Plan. Also, so wie du rausgegangen bist, vielleicht hat das wehgetan, vielleicht warst du im Knast, vielleicht hattest du schwere Phasen, aber es war die beste Option für dich, die allerbeste. Weil wie du schon sagtest, hey, wäre eine andere Option die, dass sie dich abgeknallt hätten, du wärst tot, deine Familie hätte dich nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Oder, ja. Deshalb sagen wir immer so, egal was passiert, sieh es immer zum Guten, ja,
wie, es gibt so ein schönes Beispiel, ja, zum Beispiel dieses Mikrofon, ja, was zum Beispiel aus Aluminium gemacht wird, okay, ich nehme irgendwas, was aus Stahl ist, aus Stahl, ja, damit man es formt, muss man es erhitzen und dann drauf schlagen. Das bedeutet, es gibt Schmerz, Schlag, 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 bis du etwas formst, einen Schuhlöffel, keine Ahnung, was du formst, etc., ja, oder zum Beispiel eine Goldkette, etc., damit du das Ganze formst, musst du das Ganze erhitzen, das heißt Feuer, Schmerz, schlagen, formen, um dann das Ganze schön zu machen. Ich hoffe, ihr habt mich gut verstanden. Das Ganze gibt es halt auf Arabisch, kann man besser erklären. Aber das, was ich damit meine, ist, alles im Leben hat einen Grund. Und ja, sie ist positiv, mein lieber Freund. Ist gut, gute Einstellung. Mit dem Ganzen schlimm und so, aber für mich, genau. Wann glaubst du, kommen Kadir und die anderen aus der Haft? Gute Frage. Kann ich nicht sagen. Ganz kurz, ich habe das auch in ein, zwei Kommentaren, von wegen, ja, wegen 3 Jahren hat er jetzt irgendwie weniger bekommen. Hat er da jetzt die Leute irgendwie und ein Leben jetzt mit Schutz und so? Das sind keine 3 Jahre für die Leute nochmal. Wenn du lebenslang in Deutschland bekommst, musst du Minimum 15 Jahre absitzen, um überhaupt in die Relevanz eines Antrags der vorzeitigen Lassung zu kommen. Okay, gut zu wissen, wusste ich auch ehrlich gesagt nicht. Das heißt, 15 musst du erstmal sitzen. Also 15 ist sozusagen Grund, das musst du sitzen. Okay. Dann kannst du ein Papier beantragen, dass man einen Antrag stellt über den Anwalt, dass du vorzeitig entlassen wirst. Und dann guckt man, ist er überhaupt relevant? Und in den meisten Fällen sind es ab 18 erst die ersten. Du kannst dann vielleicht Ausgang bekommen oder so. Ich habe gehört, der eine oder andere hat schon Ausgang. Das ist wahrscheinlich familiär bedingt. Da haben sie Glück, weil die Berliner Justiz das schon human handelt. Aber das sind keine 15 Jahre, die dann sofort rauskommen, sondern Minimum. Und es kann auf 20 gehen, je nachdem, wie du dich führst. Lebenslänglich ist lebenslänglich. Du musst immer wieder einen neuen Antrag stellen, wird geprüft. Irgendwann lassen die dich raus. Weil da kommt ja auch die Schule mit Sicherungsverwahrung. Und da wird dann jedes Jahr geprüft mit einem Gutachter und Exploration nennt man das dann, ob das passt. Aber du musst Minimum 15 sitzen. Da passt jetzt nichts. Da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Warum? Ach so, das ist heftig, Digga. 15 Jahre Minimum sitzen, dann Antrag stellen und dann wird es entweder verneint oder auch geschaut und dann, ja, dann noch 2, 3 Jahre, 4. Das ist schon heftig. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit 20 reinkommt, geht man mit 35 Minimum raus, obwohl man noch mit 40 circa raus. Ganzes Leben einfach verkackt, ey, ist unglaublich. Warum konzentrieren sich Rockerclubs nicht auf smartere Kriminalität? Ja, machen sie doch. Unter anderem. Das ist ja immer Charterbusiness abhängig. Es gibt Westend, die sind smart unterwegs. Den konnte bis heute keiner wirklich an Karren gehen. Also jetzt aus der Behörden, aus strafrechtlichen Thematik. Die haben ihre Bordelle, die haben ihre Immobilien, die haben ihre Clubs, ihre Discos. Und immer machen sonst diverse andere noch, Restaurants, Gastro, Sicherheitsdienste. Da ist ja viel, viel Geld drin. Ich meine, Frankfurt, ein Fighter ist ja nicht ein Multimillionär geworden, weil er Drogen nonstop verkauft hat. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, dass er weg ist. Oder ein Dirk in Kiel, der Präsident. Sondern die haben ihr Geld investiert mit dem Rücken der Struktur, Modelle aufgebaut, Modelle übernommen, um sich auch selbst abzusichern. Und dann Bordell, und das wirft ja richtig Kohle ab. Ja? FKKs etc. etc. Gibt es genügend, auch in Poppard oder in Bonn und so. Gibt es genug Leute, die Schwachen sind das nur, wirtschaftlich Schwachen, die anfangen, so diese ganzen Street-Sachen zu machen im Sinne von, sowas alles. Und da fliegt es dann meistens um die Ohren. Das ist dann eher so NRW-Richtung und auch dann Berlin. Aber so, das gibt es genug Beispiele, die ja richtig, guck dir Frank Arnebund an, da stand im Raum, dass sie irgendeine Formel 1 Strecke bauen wollten auf Mallorca und irgendwelche riesen Multimillionen-Projekte. Am Ende war es heiße Luft, das stimmte nicht. Ob das Projekt nicht illegal war oder legal war, ob es gab oder nicht gab, das weiß ich nicht. Aber das sind schon Themen auf jeden Fall, die da mehr als 2.000, 3.000 Euro sind. Ja. Kenne ich nicht, ne. Es gibt halt nur so... Gibt es auch Cyberkriminalität? Okay. Betrügereien mit Internet, beziehungsweise Kredite, Kredittürken, Kredite fälschen, also das heißt so, ne? Kredite beziehen, Gelder ziehen, Finanzierung faken, GmbHs gründen, das ist so das, was ich kenne. Mittlerweile verändert sich das ja auch. Ich habe jetzt vor kurzem ein Interview gegeben mit der Schweizer Zeitung. Da gibt es jetzt mittlerweile Verbindungen in der Schweiz in so Beraterfirmen von Fußballspielern. Granit Xhaka, Embolo. Da versucht man anscheinend auch, den Fuß in die Tür zu kriegen, weil es natürlich ein Milliardengeschäft ist, Fußball. Ja? Und es ist auch nachvollziehbar, dass da irgendjemand auch mal was mit Bestückung abhaben will. Also sie sind natürlich quer aufgestellt und überall, wo das Geld ist, versuchen sie reinzukommen. Welche Straftat, Wettbüromord ausgeklammert, bereust du am meisten? Dass ich mich so krass viel mit den Polizisten geschlagen habe.
teilweise völlig, ist natürlich immer nicht richtig, aber auch, die standen teilweise nur da. Waren junge Polizisten, kommen gerade aus der Ausbildung, kommen gerade von der Hundertschaft und Stark, dass er das auch zugibt und so weiter. Das ist schon sehr, sehr stark. Respekt. Kommt da einer wie ich und langt da richtig zu und der eine hat richtig was abgekriegt. Ich natürlich dann auch, aber da jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, das sind auch Jungs, die haben Familien zu Hause, die sitzen in der Uniform, auch Kinder, wollen auch nach Hause kommen am Ende des Tages, wollen auch nicht bespuckt werden, beleidigt werden als scheiß Bulle oder so. Und das sind auch Menschen und das im Nachhinein, wenn man das jetzt ausklammert, das ist schon... Und natürlich auch diese ganze Prostitutionssache. Aber das ist ja keine Straftat gewesen, sondern das ist ja Bereicherung auf Kosten eines anderen, aber nicht illegal. Außer, dass es vielleicht nicht versteuert wurde, aber jetzt eine Straftat im Sinne von, dass ich jemandem irgendwie was so angetan habe, körperlich. Ne? Schon dann bei den Polizisten ist schon unangenehm. Ja. Auch so mit Klaas und so, die Spiegeljungs zertreten und sowas alles. Und das war alles, ja. Wurdest du nicht dafür angeklagt, dass du Polizisten geschlagen hast? Nee. Einmal nur. Was? Wirklich? Was? Wäre ich, aber sie haben es eingestellt, weil in Deutschland ist das so, wenn du so ein Sammelverfahren hast oder eine Anklage hast, die schwerwiegender wiegt als die Anklage, die anderen zwei, drei Anklagen, dann lassen die es fallen, stellen die es ein. Weil man sagt, der kriegt 10 Jahre, da brauchen wir eben nicht noch die Geldstrafe reindrücken oder die 6-7 Monate. Der geht hier eher ab für die Nummer. Und so, dann steht es nicht mehr in der Relation. Und so war es bei mir, hat die Staatsanwaltschaft dann eingestellt. Was hast du gedacht, als Hamido euer Clubhaus stürmen wollte? Kenn ich nicht. Nee, es gab einen Konflikt mit einer Großfamilie, die haben Molotow-Cocktail rübergeschmissen und haben uns angegriffen mit 2-3 Autos, voll besetzt. Aber der wurde abgewehrt und dann war es das. Aber ob Hamido dabei war, weiß ich nicht. Kann natürlich sein, liegt nah, aber den kenne ich jetzt nicht. Haben die Mitglieder, die in die Türkei geflohen sind, auch lebenslang bekommen? Ja. Sie sind noch nicht abgeurteilt, aber sie sind... abgeurteilt und wie auch nicht abgeurteilt. Weil das Urteil sagt ja, hat ja alle benannt, die für die Kammer da in Frage kamen. Sie sind noch nicht verurteilt im Strafmaß im Sinne von, aber sie sind verurteilt, dass sie mit in dieser ganzen Kette mit drin sind und die werden auch kriegen. Weil sie nicht da sind, die müssen ja noch mal ein eigenes Verfahren haben, muss man individuell noch mal, aber das Gericht hat es ja schon festgestellt und der BGA hat es auch abgesegnet. Von daher ist da schon mehr als die halbe Miete drin. Und das ist dann nur noch ein Verfahren, was eigentlich in 10 Tagen abgeurteilt werden kann. Die Leute, die bei der Schlägerei beim Traffic dabei waren, haben sich bei euch entschuldigt. Wie ist das abgelaufen? Ich weiß das von den Erzählungen von den Jungs selber, die sich entschuldigt haben. Die haben es vor Gericht ausgesagt, aber ich wusste davon gar nichts. Also das wurde nicht thematisiert. An dem Gespräch haben Ibo, Rami und Kadi teilgenommen. Die haben sich die Leute einzeln ins Sahara bestellt, in dem Nebenraum, wo wir auch die Meetings hatten. Und die haben erzählt, dass sie gesagt haben, dass es ihnen leid tut. Sie wollten es alles nicht, dass es eskaliert ist. Sie wollen keinen Stress, sie wollen ihre Ruhe haben, dass es ihnen leid tut und haben sich entschuldigt auch und dass sie bitte wohlgelassen werden möchten. Und dann wurde das auch so hingenommen und gesagt, okay, alles klar, ist okay. Und dann war das Ding auch erledigt. Man hat sich die Hand gegeben und dann war das Ding auch erledigt. Also es wurde von den Beteiligten selber erzählt vom Gericht, die Entschuldigung dann ausgesprochen haben. Werden Mitglieder, die länger ins Gefängnis gehen, finanziell unterstützt? Du musst immer unterstützt werden, egal wie lange. Wenn du für den Club in den Knast gehst oder als Member in den Knast gehst, muss der Club dich immer unterstützen. Ja, es war aber auch klar, hätte ich mir auch vorgestellt. Ja, immer. Andere Anwälte werden bezahlt, du kriegst Geld reingeschickt, deine Geschäfte. Das ist ja der Grund, warum viele ja auch in diese Struktur gehen, weil sie sich dadurch absichern. Nicht nur das Geschäft vorwärts zu treiben, sondern auch ihre Geschäfte hinten raus, wenn was passiert. Weil wenn du so ein kriminelles Leben führst, ist ja immer nur eine Frage der Zeit oder potenziell immer sehr hoch, dass du ab und zu mal hier abgehst. Verhaftet wirst und da sichern sie sich halt das ab, dass dann einer da ist, sich um die Geschäfte kümmert, das weiterlaufen lässt, das Rad weiterdreht und dir natürlich auch was zugutekommen lässt in Haft und du einigermaßen ein qualitatives Haftleben hast. Ja. Bereust du es, gegen bestimmte Leute ausgesagt zu haben, beziehungsweise sie mit reingezogen zu haben? Nee, ich habe sie ja nicht reingezogen. Sie haben sich ja selbst für den Weg ja auch entschieden, so wie ich auch. Und ich habe ja auch schon vorab mal gesagt in der Reihe, dass ich nie jemanden Vorwurf gemacht habe, warum ich da jetzt in Haft bin, weil am Ende des Tages war es ja meine Entscheidung. Keiner hat mich gezwungen, Hells Angel zu werden. Ich wurde ja nicht bedroht, du machst das jetzt, sonst legen wir dich um oder wir wollen dein Geschäft, du musst jetzt, sondern das war ja eine freie Entscheidung meinerseits. Und deswegen kann ich da niemandem Vorwurf machen. Und deswegen können die mir aus meiner Warte auch keinen Vorwurf machen, weil am Ende des Tages waren sie dabei, sie haben das mitgemacht, wissend oder unwissentlich. Und es war ja auch ihre Entscheidung, so wie es auch meine war. Deswegen hat sie. Muss jeder sich selbst die Verantwortung bei sich selber suchen. Erstmal dazu
Und bereut, das heißt bereut, natürlich haben mir einige Leute leid getan, weil sie es auch nicht wussten. Aber nicht im Sinne von, dass ich sie reingelassen habe, sondern sie hatten ja auch die Möglichkeit, was zu sagen. Ich wurde ja nicht auserwählt, weil ich jetzt Kasra bin oder irgendwie ein krasser Typ bin oder was auch immer. Oder weil mein Tattoo links ist und nicht rechts, sondern ich habe mich ja ganz bewusst entschieden, ich sag hier was, weil ich hier jetzt für die Nummer nicht abgehe, für was jemand verzapft hat und der uns verbrennen will, weißt du? Und die Möglichkeit hatten sie auch. Aber sie haben bewusst sich entschieden, es nicht zu tun. Aus welchen Gründen auch immer. Das muss man akzeptieren und sie müssen aber auch die Konsequenz akzeptieren. Mhm. Ich bin den Weg gegangen, habe mein Leben jetzt so und die sind den Weg gegangen und haben ihr Leben jetzt so. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Bin ich eigentlich voll und ganz seiner Meinung, das stimmt. Deswegen haben sie sich entschieden, nicht er. Sie sind, ist ja nicht so, dass man ihnen die Entscheidung abgenommen hat. So, nur weil ich gesagt habe, der war dabei, zum Beispiel. Ja? So, das ist ja, sie waren ja an der Tat mitbeteiligt. So, weißt du, ich meine, und sie haben sich ja bewusst für den Weg entschieden, so wie ich es ja auch getan habe. Und sie hätten ja trotzdem die Möglichkeit, nachher zu sagen, ey, will ich hier nicht mehr. Ich melde mich hier im Finger. Ich muss sagen, der Perser Kasra hat recht, er hat gar nichts, wir wussten nichts davon. Und der war dabei, ja, so war's. Aber sie haben sich bewusst dafür den Weg entschieden und ich bin bewusst für den. Und jeder muss ja da irgendwie fein sein. Ich bin fein mit meiner Entscheidung. Ich kann damit super leben. Es war die richtige Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Die Zukunft zeigt es mir jetzt auch gerade. Oder mein aktuelles Leben zeigt es auch, dass es der richtige Weg war. Und wie es denen geht da drin, ich denke mal nicht so gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ein oder andere, der es nicht wusste, davon bin ich ja überzeugt, in der Zelle sitzt und denkt sich, ja geil, jetzt bin ich nicht mehr im Club. Habe Lebenslänge nicht bekommen und verliere gerade 20 Jahre meines Lebens im schlimmsten Fall und komme mit Mitte, Ende 40, Anfang 50 komme ich raus und stehe mit nichts da. Eventuell ist da schon Elternteil gestorben, das Kind ist schon halb erwachsen, Frau verlassen, kein Geld. Dann stehst du da hast deine besten Jahre verloren, wo du die meiste Energie hast als Mann oder als Person und stehst mit gar nichts da. Der Club hat kein Interesse an dir und du bist, was ist das? Das muss man sich doch bewusst gewesen sein in dem Augenblick. Aber wenn man sich für diesen Weg entscheidet, dann lebe auch mit der Konsequenz, genauso wie ich es auch leben muss. Dass Leute mich manchmal nicht geil finden oder was auch immer, dass ich hier und da mal vielleicht eine Gefährdungssituation habe. Damit muss ich auch leben. Gab es schon Angriffsversuche auf dich? Nein, dafür ist das Korsett zu eng gestrüppelt. Gott sei Dank, Digga, Gott sei Dank. Ich hoffe nicht. Ja, sollte auch keiner versuchen, lasst die Finger davon, ihr verbrennt euch nur. Naja, muss man ja auch mal sagen. Okay, mit Ansicht. Jeder, der mit Gang spielt, man kann natürlich was versuchen, ich hoffe es nicht. A, natürlich werde ich mich immer verteidigen und B, habe ich ein enges Korsett an Behörden um mich herum und du machst dich nur unglücklich damit. Also, wenn du nicht die nächsten Jahre im Knast verbringen willst, lass die Finger davon. Find mich scheiße, ist okay, aber... Also, mit anderen Worten, greift ihn nicht an. Er hat Behörden, er hat Schutz, er hat dies und das, Ananas. Du kannst ihn kacke finden, dies, das, aber greif ihn lieber nicht an. Geh ihm einfach aus dem Weg und dann ist gut. Wird es noch einen zweiten Teil vom Buch geben? Wir sind in Gedanken dabei, also Gedanken ist jetzt so, aber die Gedanken sind schon da so ein bisschen in die Richtung gehend. Jetzt ist ja nochmal was anderes, was in den Startlöchern steht, jetzt sowas hier und nochmal was anderes. Und, aber man ist auf jeden Fall im Thema, man spricht drüber, ich habe mit dem Nils, mit dem Co-Autor auch schon gesprochen. Man ist auf jeden Fall offen dafür und wir gucken, dass wir uns da mal, wenn der Zeit ist, das Konzept erstellen, aber es wird auf jeden Fall nochmal ein zweites kommen, ob es jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr, aber es kommt auf jeden Fall eins. Hast du Kollega kennengelernt? Ich habe Kollega kennengelernt, aber das war auch durch Erfan. Das war, und die, auch die Bones selber nicht, aber die 187er Bande, da war noch diese 84 dabei, glaube ich. Genau, das war in Hamburg im Mandarin-Casino, das gibt es mittlerweile auch nicht mehr, das war 28, 27, da war ein Auftritt und da war Selfmade, das war das noch Selfmade Records damals. Da war Kollege. Ja, genau, Selfmade Records, ja genau, das war die frühere Zeit, glaube ich. Noch ein paar andere dabei, da habe ich das erste und letzte Mal gesehen, ansonsten habe ich mit dem nichts zu tun. Ist ja auch NRW und nicht Berlin, von daher. Starkes Video, hat mir sehr, sehr gefallen. Also liebe Grüße gehen da raus an Kasra, hat mir wieder mal Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, meine lieben Freunde. Wenn es der Fall ist, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Reaktionen haben wollt, dann bewertet das Video. Das ganze Video findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Peace.